Heute nerve ich euch schon wieder. Ja, immer wieder sonntags. Ihr seht schon, ich habe was aufgebaut. Da habe ich so Schüsseln, da ist Wasser, etwas Spülmittel und Acrylfarbe drin. Da wollte ich mit euch solche Hintergrundkarten machen. Das ist noch im Trocknen. Also ihr seht, was daraus wird. So, etwas heller. Oder hier. Das hier, genau. Die wollte ich mit euch heute machen. Wie gesagt, es ist ganz einfach. Es macht ein bisschen was her, ist was anderes. Genau. Dann fangen wir an. Wie gesagt, meine drei Farben habe ich hier. Man kann bestimmt noch gelb, lila und alles nehmen. Aber ich habe mich jetzt für die drei Farben entschieden. Rot, blau, grün. Und dann habe ich hier so Karteikartenpapier. Das habe ich vom Müller. Und dann suche ich mir eben eine Farbe raus. Du musst nochmal vorher umrühren. Und dann wird mit dem Strohhalm fest reingepustet. Kann sein, dass ihr dann meinen Kopf seht oder auch nicht. Oder ich die Schüssel weiter herziehen muss. Ich am Stativ halt etwas blöd. Also ihr müsst schon genügend Farbe reintun. Sonst wird es nichts. Sonst bleiben die Luftblasen, also die Blubberblasen, Luftblasen, wie auch immer, weiß. Und das ist, ja, doof. Machen wir das nochmal. Das macht gar nichts, wenn das hier ist. Dann trocknet es so. Den Effekt finde ich auch sehr, sehr cool. Und das können wir jetzt eigentlich zur Seite schon legen. Es geht relativ schnell mit dem Trocknen, muss ich sagen. Ist allerdings auch etwas Farbverschwendung. Deswegen nutze ich das Ganze gleich aus. Hab das vorher getestet und mache jetzt mit euch ein Video. Genau. Oh, jetzt habe ich da ein paar Farbspritzer drauf gebracht, aber das ist nicht so schlimm. Nehmen wir das Grün mal. Hört bestimmt meine Kleine, die sitzt mit Baba im Wohnzimmer und kaspert. Also eine Raucherlunge ist nicht zu empfehlen hierbei. Weil ihr braucht schon kräftig Druck dahinter. Jetzt mischen wir das Ganze mit etwas Rot. Jetzt auch zur Seite zum Trocknen. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Ich finde, es langt. Das lassen wir jetzt auch mal trocknen. Man braucht viel Platz. Kann ich euch jetzt schon sagen. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht, also das ist schon anstrengend. Saut, ist halb so wild. Machen wir noch eins mit Blau. So. Ja, dann haben wir es eigentlich auch schon. Ups. Also da seht ihr es. Ja, das Fenster ist offen. Also nicht wundern. Das ist jetzt schon fast getrocknet. Könnte man eigentlich ein bisschen so abziehen. Also mega geiler Effekt. Also es kommt darauf an, wie man pustet. Hier ist auch wieder stärker, also das ist dann der feinere Schaum.
Und die finde ich aber auch mega toll. Das ist blau und grün. Das Rot ist auch schon fast getrocknet. Also Hammer Hintergründe, wie ich finde. Ja, und dann haben wir es eigentlich auch schon. Das war ein sehr kurzes Video. Genau. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, eine schöne kreative Zeit und eine schöne Woche. Bis zum nächsten Video. Tschüss.